Der Erklärbär entwirrt die Koordinatensysteme. Schauen wir uns nun einfache Koordinatensysteme an, wie zum Beispiel das kartesische Koordinatensystem. Das kartesische Koordinatensystem besteht aus drei Achsen, der X-, Y- und Z-Achse. Wichtig ist dabei, dass es sich um ein rechtshändisches Koordinatensystem handelt, da wir das bei Vektoroperationen immer voraussetzen. Wir nehmen dazu unsere rechte Hand, der Daumen muss in X-Richtung zeigen, der Zeigefinger in Y-Richtung und der Mittelfinger in Z-Richtung. So wie dies im linken Beispiel der Fall ist, dann haben wir ein rechtshändisches Koordinatensystem vorliegen. Jeder Punkt, wie hier in grün dargestellt, kann nun in einem Koordinatensystem exakt beschrieben werden. Und zwar durch den Anteil von den einzelnen Koordinatenkomponenten Y0, X0 und Z0. Alle drei Werte zusammen lassen sich als Vektor schreiben und man kann nun den Vektor x0 oder den Punkt p0 schreiben als x0 in x-Richtung, y0 in y-Richtung und z0 in z-Richtung. Betrachten wir nun die Zylinder- und Polarkoordinaten. Im kartesischen Koordinatensystem gingen die Koordinatenachsen rechtwinklig in x- und y-Richtung. In Polarkoordinaten stellt man sich nun vor, dass jeder Punkt auf der Oberfläche eines Kreises mit dem Radius r liegt. Deswegen haben wir nun eine radiale Koordinate r und einen Verdrehwinkel phi. Wir können nun wieder einen beliebigen Punkt, wie immer in hellgrün dargestellt, darstellen aus Kombination der beiden Koordinaten r und phi 0. Mit einem bestimmten R0-Phi0-Paar können wir nun einen Punkt exakt beschreiben und erhalten auch wieder die vektorielle Darstellung für unseren Punkt x0 als R0-Phi0-Vektor. Die Zylinderkoordinaten funktionieren entsprechend. Hier stellt man sich vor, dass jeder Punkt auf der Oberfläche des Mantels eines Zylinders mit dem Radius r liegt. Zusätzlich haben wir nun noch eine Höhe z, wie wir sie auch schon aus den kartesischen Koordinaten kannten. Das Polarkoordinatensystem der linken Seite erkennen wir auf der rechten Seite wieder gekippt um 90 Grad nach hinten. Hier und hier mit den Koordinaten x und y zur besseren Visualisierung. Wir können hier wieder einen Punkt x0 darstellen als Kombination der einzelnen Komponenten phi für phi0, für r0 und die Höhe z0. Daraus erhalten wir wieder in vektorieller Schreibweise eine Darstellung für unseren Punkt x0, bestehend aus r0, phi0 und z0. Die Koordinatentransformationen kennen wir. Wir können die Transformation durchführen. Über x ist r mal Cosinus phi und y ist r mal Sinus phi. Dies ist direkt hier am Einheitskreis deutlich zu erkennen. Betrachten wir nun die Kugelkoordinaten. Bei den Kugelkoordinaten wird davon ausgegangen, dass ein Punkt auf der Oberfläche einer Kugel mit dem Radius r liegt. Hier in Blau dargestellt die Kugel, deren Mittelpunkt sich im Ursprung befindet. Dieser Radius ist gegenüber der Achse z gekippt um den Winkel Theta. Dies definiert uns einen Kreisumfang, auf welchem sich der Punkt befinden muss. Um die Lage des Punktes eindeutig zu bestimmen, betrachten wir nun diesen roten Kreis einmal von oben und erkennen, dass die bestimmte Lage einmal gegeben ist durch den Radius des Kreises. Der Radius des Kreises ist in lila dargestellt und ist bestimmt durch das rechtwinklige Dreieck zu r mal Sinus Theta. Um nun auf diesem Kreis die Lage eines einzelnen Punktes eindeutig zu definieren, benötigen wir nun noch einen azimutalen Kippwinkel phi. Betrachten wir wieder ein Beispiel für einen beliebigen Punkt. So sei hier unser Punkt x0. Dieser befindet sich
im Abstand R0 vom Ursprung. Dies ist dann auch der Radius der gedachten Kugel. Die eindeutige Position ergibt sich somit zum einen aus dem Radius, als auch aus dem Verkippwinkel Theta 0. Damit haben wir die Position des Punktes x0 beschrieben auf diesem roten Kreis. Um nun die Lage des Punktes x0 eindeutig auf diesem Kreis zu bestimmen, benötigen wir nun noch den Drehwinkel auf dem Kreis phi 0. Somit ist die Lage des Punktes x0 eindeutig bestimmt durch den Radius r0, den Drehwinkel phi 0 und den Kippwinkel Theta. Schauen wir uns nun die Vektoren an. In kartesischen Koordinaten haben wir in x-Richtung, meinetwegen die Koordinaten Richtung u, in y-Richtung v und in z-Richtung w. Haben wir nun wieder unseren Punkt x0 im Auge, so soll dort ein Vektor angreifen, der mit w gekennzeichnet und lila gezeichnet ist. Dieser Vektor setzt sich zusammen aus der Komponente in x Richtung u, dem Komponenten y Richtung v und der Komponente in z Richtung w. Damit ist der Vektor w an der Lage des Punktes x0 eindeutig beschrieben. Als Beispiel gehen wir davon aus, dass u minus 2xy, v 1/2y und w z mal x sei. Nun versuchen wir, diesen Vektor zu transformieren in Zylinderkoordinaten. Links ist noch einmal dargestellt, dass wir hier nun unseren Punkt x0 haben mit dem Vektor w, der die einzelnen Komponenten u, v, w hat. In rot dargestellt ist das Zylinderkoordinatensystem und in schwarz zum Vergleich das kartesische Koordinatensystem. Verwenden wir nun die Transformationsregeln für die einzelnen Komponenten, das heißt ersetzen wir x durch r Cosinus phi und y durch r Sinus phi, ergibt sich für den Vektor w folgender Ausdruck. Damit haben wir die Abhängigkeiten von u, v und w von nicht mehr in x, y, z ausgedrückt, sondern durch r phi z. Es ist jedoch immer noch so, dass u in x-Richtung, die zweite Komponente in y-Richtung und die dritte Komponente in z-Richtung zeigt. Somit haben wir durch diese Transformation keinen Vektor in Zylinderkoordinaten erhalten. Würde der Vektor w in Zylinderkoordinaten vorliegen, bestünde er aus einer Geschwindigkeitskomponente in radialer Richtung, einer Geschwindigkeitskomponente in azimutaler Richtung und einer Geschwindigkeitskomponente in vertikaler z-Richtung. Dies haben wir jedoch nicht vorliegen. Wenn man in einem etwas besseren Mathematikbuch nachschaut, was die Regeln für Vektortransformation sind, gelangt man zu diesem Zusammenhang. Diesen Zusammenhang kann man sich auch selbst an diesem Bild herleiten. Es ist jedoch nicht notwendig, da wir das auch einfach in einem Mathebuch nachschlagen können. Wir sehen nun, dass unsere radiale Komponente sowohl aus der x- als auch aus der y-Komponente der Geschwindigkeit besteht. Die phi-Komponente besteht auch aus der x- und y-Komponente und die z-Komponente ist identisch, weil in Zylinderkoordinaten die z-Achse gleich ist wie die z-Achse in kartesischen Koordinaten. Deswegen muss hier nicht transformiert werden. Wir müssen nun also unsere Lösung von gerade eben, die noch nicht vollständig war, weiter transformieren mit dieser Transformationsregel und erhalten dadurch den hier dargestellten Ausdruck. Das bedeutet, wir mussten dieses u mit diesem u ersetzen, dieses v mit diesem v und in der zweiten Zeile müssen wir dieses u ersetzen
mit der ersten Zeile und das V mit dieser zweiten Zeile. Die Geschwindigkeitskomponente z müssen wir überhaupt nicht transformieren. Diese sind identisch. Die Frage ist nun, was ich behalten sollte. Das Prinzip vom kartesischen Polar-, Zylinder- und Kugelkoordinatensystem muss beherrscht werden. Zudem müssen die Koordinaten nach der Brunstein-Tabelle von einem in das andere Koordinatensystem umgerechnet werden können. Hier dargestellt ein Auszug aus dem Mathematikbuch Brunstein. Wir sehen hier in der Spalte die kartesischen, Zylinder- und Kugelkoordinaten und hier in der Zeile den Zusammenhang für die x-Richtung in kartesischen Koordinaten. Somit können wir hier ablesen, dass in x-Richtung aus Zylinderkoordinaten diese bestimmt ist durch r mal Cosinus phi. Wenn wir nun die Zylinderkoordinate in r-Richtung bestimmen wollen aus bekannten Größen für x und y, schauen wir hier nach und erkennen, dass unser Radius r gegeben ist durch die Wurzel aus x² plus y². Es sollte auch behalten worden sein, dass Vektoren keine Koordinaten sind und anders transformiert werden. Die Umrechnung der Vektoren muss nach den Brunstein-Regeln auch eigenständig durchgeführt werden können. Schauen wir uns dazu nun die Tabelle im Brunstein an. In den Spalten sind wieder die Koordinatensysteme dargestellt und in den Zeilen die einzelnen Zusammenhänge für die einzelnen Richtungen der Vektoren. Der Vektor v ist hier oben dargestellt, der Vektor v in Zylinderkoordinaten hier und der Vektor v in Kugelkoordinaten hier. Als Beispiel betrachten wir nun die Koordinatenrichtung in x-Richtung. Das bedeutet, dass die Komponente vx sich zusammensetzt aus der Komponente vr mal Cosinus phi, das sehen wir hier, minus die Komponente in phi-Richtung des Vektors v mal Sinus phi. Mit dieser Vorschrift können wir aus bekannten Vektoren in Zylinderkoordinatensystem diesen bestimmen in einem kartesischen Koordinatensystem. Hier für die x-Richtung im Koordinatensystem, im kartesischen Koordinatensystem, hier für die y-Richtung im kartesischen Koordinatensystem und hier für die z-Richtung im kartesischen Koordinatensystem. Entsprechend andersrum können wir hier aus einem bekannten Vektor in kartesischen Koordinaten die einzelnen Einträge des Vektors in Zylinderkoordinaten bestimmen. Hierdurch ergibt sich, dass der Komponente vr gleich vx mal Cosinus phi plus vy mal Sinus phi ist. Besondere Vorsicht ist immer dann geboten, wenn auf diese Vektoren in anderen Koordinatensystemen auch noch Operationen durchgeführt werden, wie der Gradient, die Divergenz, die Rotation oder der Laplace-Operator. In diesem Fall ist es nicht ausreichend, einfach nur den Nabla-Operator auszutauschen. Es muss hingegen auch noch die Auswirkung auf das jeweilige Koordinatensystem berücksichtigt werden. Betrachten wir dies an einem Beispiel, nämlich an der Divergenz an einem Vektor v in Zylinderkoordinaten. Der Nabla-Operator sei ausgeschrieben in Zylinderkoordinaten hier. Und ein beliebiger Vektor in Zylinderkoordinaten mit vr, vphi, vz hier dargestellt. Wenn man jetzt einfach nur das Skalarprodukt bildet, ergibt sich diese Lösung als Lösung für die Divergenz von v. Wenn wir es allerdings richtig machen und lieber nachgucken, was das wirkliche Ergebnis ist, stellen wir fest, dass zwar in z-Richtung das gleiche rauskommt, dass auch in phi-Richtung das gleiche Ergebnis vorzufinden ist, dass aber in der radialen Richtung beide Lösungsmöglichkeiten nicht übereinstimmen. Wir sehen also, dass nur den Nabla-Operator zu ersetzen keine Möglichkeit ist, um eine richtige Lösung zu erzielen.
Wir merken, nur Nabla ersetzen ist falsch. Besser ist es, einfach in einem Buch nachzuschlagen, wie Operationen auf Vektoren genau aussehen. Für weitere Informationen können wir an das Skriptum von Eckhard Specht Einführung in die Vektoranalysis verweisen.